Hallo und willkommen zur, wie war das doch? Wir haben doch schon den 25. Dezember. Was macht die Weihnachtswerkstatt hier? Nun ja, wir hoffen, ihr hattet gestern erstmal einen schönen, ruhigen, heiligen Abend. Habt ein bisschen gefeiert vielleicht, ein bisschen Transportpfeffer 2 gespielt. Wer weiß, vielleicht den ICE3 fahren lassen. Und wir haben derweil mal ein bisschen in der großen Kiste gekramt und haben mal geschaut, was so noch an Mods da rumliegt. Und sind halt einfach dazu gekommen, dass wir für den 25. Dezember noch einen Mod für euch haben. Und daher ist dieses Video entstanden. Wir gehen mal zur TPF2 rüber und schauen mal, was da so los ist. Ich habe die Wagen hier schon mal hingestellt. Der liebe Kaloid hat sie gebaut. Ihr kennt sie wahrscheinlich schon, es sind die RES 867 Wagen. Sind Flachwagen, die die Deutsche Bundesbahn 1979 in Dienst gestellt hat. Und die Deutsche Bahn AG hat sie dann 1994 noch weiter übernommen. Scheinen tatsächlich auch noch im Dienst zu sein. Hier hängen sie halt hinter der V90, die sie jetzt gleich wegschleppt. In dem Fall sind es Waren, also Kisten. Ihr könnt sonst aber eigentlich alles drauf stapeln, was halt irgendwie auf Flachwagen zu stapeln geht. Das heißt natürlich keine Flüssigkeiten, wäre ein bisschen komisch, die fließen irgendwie runter. Aber ansonsten von Stahl, Werkzeugen, Maschinen, Bretter, also alles, was sich irgendwie auf Flachwagen verladen lässt, lässt sich da drauf stapeln. Ja, ladet sie euch wie immer runter. Seht sie als Bonus, wenn nicht die ganze WWW schon Bonus war. Und ja, bleibt uns gewogen. Bis dann, ciao.